10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fridolin, das kleine Gespenst, du siehst es in Vollmondnächten, in den Gängen und Zimmern. Wenn du still bist, hörst du, wie's lacht und wie es Dummheiten macht. Du hörst es rasseln und wimmern. Doch manchmal, da wird es ihm schwer und es gefällt ihm nicht mehr, sein stilles Gespensterleben. Denn Fridolin ist nicht gern allein, möcht mit Kindern fröhlich sein und gern um die Wette schweben. Es war ein wolkenloser Frühlingsmorgen. Die Sonne stand hoch über dem Wald und tauchte Schloss Rasselfels in ein wundervoll glänzendes Licht. Jetzt sah das Haus fast so stolz drein wie damals vor vielen hundert Jahren, als noch die Ritter an diesem Gemäuer wohnten. Vielen Feinden hatte die Burg zu jenen Zeiten getrotzt und weithin waren die Herren von Rasselfels als mutige Untertanen des Kaisers bekannt gewesen. Heute lebte hier nur mehr der letzte Nachkomme der Familie, Bertram von Rasselfels. Und dessen Nichte Julia war gerade einige Tage auf Besuch gekommen. Das ist schön von dir, dass du da bist. Wenigstens über das Wochenende. Weißt du, manchmal fühle ich mich schon recht alleine hier. Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja nicht einmal Nachbarn. Nachbarn habe ich schon, aber die wohnen eben alle ein paar Kilometer von hier entfernt. Das ist der Nachteil, wenn man in so einem Schloss wohnt wie ich. Kommen denn nicht wenigstens hier und da ein paar Gäste? Du hast doch Zimmer zu vermieten. Jetzt war leider schon lange keiner mehr da. Vor ein paar Jahren habe ich noch geglaubt, dass man damit ein bisschen Geld verdienen kann, wenn man aus diesem Haus eine kleine Schlosspension macht, fast so wie ein richtiges Hotel. Ich würde hier sofort meinen Urlaub verbringen. Ja, du. Aber es ist heutzutage leider so, dass die Gäste einen bestimmten Luxus suchen, wenn sie auf Urlaub fahren. Und ich habe nicht einmal eine Wasserleitung und auch keinen elektrischen Strom im Haus. Das macht doch nichts. Gerade deshalb ist es bei dir ja so gemütlich. Das offene Feuer im Kamin und das Wasserholen aus dem alten Brunnen finde ich unheimlich romantisch. Weil du eben noch ein Kind bist. Naja, lassen wir dieses unerfreuliche Thema. Setz dich daher, das Frühstück ist fertig und ich habe extra für dich ein frisches Brot gebacken. Julia setzte sich gemeinsam mit ihrem Onkel an den schweren Eichentisch und begann ihren Kakao zu trinken. Das knusprige Brot schmeckte ganz wunderbar mit der Marillenmarmelade. Herr Rasselfels wollte sich selbst gerade einen Kaffee eingießen, als es an der Türe läutete. Na siehst du, Onkel Bertram, jetzt bekommst du doch noch Gäste. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber der Briefträger kann's auch nicht sein. Warte, ich geh mal nachschauen. Es sind zwei Männer. Ich hab sie vom Fenster aus gesehen. Ein großer Dünner und ein kleiner Dicker. Guten Tag, Sie wünschen? Guten Tag. Wir kommen wegen einem Zimmer. Da haben Sie Glück. Gerade zufällig ist etwas frei geworden. Kommen Sie nur weiter. Wir sitzen gerade beim Frühstück. Darf ich vorstellen, das ist meine Nichte Julia. Ah, sehr erfreut. Guten Tag. Wollen Sie etwas mit uns essen? Onkel Bertram hat ein köstliches Brot gebacken. Da sagen wir nicht nein, was, Charlie? Naja, wenn Sie noch ein bisschen was für uns übrig hätten. Aber ja, nehmen Sie nur Platz. Wie lange würden Sie denn das Zimmer brauchen? Ganz einfach, bis wir das Geschäft abgeschlossen haben. Ja, schon gut. Mein Freund Bodo meint für ein paar Tage. Das lässt sich machen. Ich zeige Ihnen gleich Ihr Zimmer. Aber jetzt greifen Sie erst einmal tüchtig zu. Ihr Freund scheint ja einen Bärenhunger zu haben. So war es in der Tat. Bodo, das war der kleinere, dicke Mann, strich sich ein Brot um das andere und schien erst einigermaßen satt zu sein, als er auch noch einen saftigen roten Apfel verspeist hatte. Gemeinsam mit Charlie ließ er sich anschließend von Herrn Rasselfels hinauf ins Zimmer begleiten. Als der Schlossherr wiederkam, meinte er zu Julia, »Irgendwie sind das komische Vögel, diese beiden, findest du nicht?« »Das kann man wohl sagen.« Ich möchte wirklich wissen, was die zwei da wollen. So wie Urlauber sehen sie nämlich gar nicht aus. Wir werden ja sehen. Hauptsache, du hast wieder einmal ein paar Gäste. Wieso hast du eigentlich vorhin gemeint, dass sie Glück hätten, dass noch ein paar Zimmer frei sind?
Du hast ja sowieso immer alles frei. Doch weißt du, ich wollte einfach ein bisschen angeben. Aber psst, da kommt einer von den beiden schon wieder. Also, Herr Rasselfels, das Zimmer gefällt uns außerordentlich gut. Das muss ich schon sagen. Freut mich. Natürlich ist dieses Haus nicht vergleichbar mit einem richtigen Hotel. Aber dafür wohnt man hier auch in einem richtigen Schloss. Die Mauern, die Sie hier sehen, sind schon viele hundert Jahre alt. Es ist ein sehr schönes Haus, da haben Sie recht. Und eben deshalb sollte man unbedingt etwas daraus machen. Etwas daraus machen? Wie meinen Sie das? Ich meine, man müsste das Haus ein bisschen umbauen, total renovieren, Fließwasser einleiten, neue Möbel kaufen und solche Dinge. Die Gäste wollen das heutzutage. Ja, ja, ich weiß, aber dazu braucht man leider eine Menge Geld. Und das haben Sie nicht, nehme ich an. So ist es. Herr Rasselfels, vielleicht wüsste ich da einen Ausweg für Sie. Sie wollen mir helfen? Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich habe da so meine Verbindungen. Wenn es Ihnen recht ist, nehme ich die Sache gleich in die Hand. Naja, wenn Sie glauben... Ich mache das schon. Wir fahren jetzt nur kurz in die Stadt und wenn wir wiederkommen, wissen wir schon mehr. Charlie, da bist du ja. Sag mal, wollen wir nicht einen kleinen Ausflug in die Stadt unternehmen? Ich hätte solche Lust, irgendwo in eine Konditorei zu gehen und mir ein Stück Torte zu bestellen. Oder vielleicht auch zwei. Ja, ja, Bodo, wir fahren schon. Aber musst du immer nur ans Essen denken. Charlie und Bodo verabschiedeten sich, stiegen draußen ins Auto und verschwanden durch das große Gartentor. Jetzt fanden Julia und Herr Rasselfels die beiden erst recht zum Lachen. Denn dass diese beiden Männer wirklich etwas für das Schloss tun könnten, das schien ihnen doch recht unwahrscheinlich zu sein. Am späten Nachmittag, nachdem Julia ihrem Onkel beim Heckenschneiden geholfen hatte, kehrten Charlie und Bodo wieder zurück. Der kleine Dicke aß eine Tafel Schokolade, aber aus dem Gesicht des Größeren war zu lesen, dass er etwas Besonderes vorhatte. Herr Rasselfels, haben Sie ein bisschen Zeit? Ich hätte etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Oh, mein Freund Charlie hat recht. Es ist wirklich etwas Wichtiges, wissen Sie? Na schön, von mir aus. Nehmen Sie Platz. Also die Sache ist folgendermaßen. Oh, stimmt. Halt jetzt den Mund, Bodo. Ich sag ja gar nichts. Das ist ja gut. Herr Rasselfels, wir haben doch heute Vormittag über Ihr Haus gesprochen. Ja, das haben wir. Und da habe ich Ihnen gesagt, dass ich etwas für Sie tun werde. Nun halten Sie sich fest. Es ist mir tatsächlich gelungen, so viel Geld aufzubringen, dass wir gemeinsam das alte Schloss auf Hochglanz bringen können. Ihre baufällige Ritterburg wird ein Luxushotel. Also, da weiß ich ja gar nicht, was ich sagen soll. Das habe ich mir gedacht. So ein Glück hat man auch nicht alle Tage. Die Renovierung kostet Sie keinen Groschen und Sie werden Chef des Grand Hotels Rasselfels. Na, wäre das nichts? Wir haben sogar schon den Vertrag mitgebracht, was, Charlie? Gib her, Bodo. Sehen Sie, Sie brauchen hier nur zu unterschreiben und schon sind Sie alle sorgenlos. Halt, halt. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Ich kann doch nicht so plötzlich... Natürlich können Sie. Aber ich lasse Ihnen selbstverständlich gerne noch ein bisschen Zeit, sich das Ganze zu überlegen. Lesen Sie den Vertrag erst einmal in aller Ruhe durch und geben Sie uns morgen Bescheid. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Also bis morgen dann beim Frühstück. Guten Abend, die Herren. Also, was sagst du dazu? Was ich sage? Das Ganze kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Merkwürdig ist es, da hast du recht. Aber trotzdem werde ich mir das Angebot durch den Kopf gehen lassen. Du wirst doch nicht wirklich dieses Schloss in ein Grand Hotel umbauen lassen. Tja, vielleicht wäre das aber ganz vernünftig. Mit Herrn Rasselfels war an diesem Abend nicht mehr viel anzufangen. Gedankenvoll saß er vor dem Kamin, und Julia hielt es deshalb für das Beste, gleich zu Bett zu gehen. Draußen war es inzwischen schon dunkel geworden, und da es im Schloss keine elektrische Beleuchtung gab, musste sich Julia eine Kerze nehmen. In ihrem Zimmer angelangt, sprang sie gleich unter die Decke, kuschelte sich ganz klein zusammen und machte das Licht aus. Tapp, tapp, tapp. Was war das? Ach ja, draußen begann es zu regnen. Julia kannte dieses Haus von vielen früheren Besuchen und sie wusste, dass es hier in der Nacht eine Menge unheimlicher Geräusche gab. Aber da, das hörte sich jetzt gar nicht mehr an wie Regentropfen. Das klang eher, als ob die alte Ritterrüstung draußen auf dem Gang plötzlich lebendig geworden wäre. Und da sprang auch schon die Türe auf. Onkel Bertram, bist du das? Nein, ich bin nicht Onkel Bertram.
Man nennt mich Ottokar, den Schrecklichen. Sieh nur mein brennendes Schwert. Na, hat's dir die Rede verschlagen? Willst du nicht guten Abend sagen? Guten Abend. Na also, und sei bitte so nett und erzähle mir, was es Neues gibt. Immerhin haben wir uns ja schon bald ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Ein halbes Jahr? Ja, in einem Gespensterleben ist zwar ein halbes Jahr ungefähr dasselbe wie bei euch Menschen eine halbe Stunde. Aber trotzdem, mir war schon etwas langweilig ohne dich. Ach, du bist es, Fridolin, das kleine Gespenst. Jetzt bin ich dir schon wieder hereingefallen. Du hast dich nur verkleidet, als Ritter. Hast du Angst gehabt? Natürlich habe ich Angst gehabt, obwohl wir doch schon oft miteinander geplaudert haben. Dann ist es ja gut. Du weißt ja, es gibt nichts Schöneres für ein Gespenst wie ich, als wenn die Leute vor lauter Angst mit den Zähnen klappern. Und es ist gar nicht so einfach, ein fürchterliches Gespenst zu werden. Das kannst du mir glauben. Übrigens, heute habe ich meinen 368. Geburtstag. Gratuliere! Machst du auch eine Geburtstagsparty? Das erlauben meine Gespenstereltern nicht. In diesem Haus ist ja leider überhaupt nie etwas los. Das könnte sich sehr bald ändern. Wieso? Da wirst du staunen, weil dieses Schloss vielleicht demnächst in ein Luxushotel umgebaut wird. In ein Luxushotel? Was ist denn das? Ein Haus, in dem es nur so wimmelt von Menschen, die alle hier ihren Urlaub verbringen wollen. Das wäre doch herrlich! Ich glaube nicht, dass dir das gefallen würde. Das Haus müsste nämlich vom Keller bis zum Dach umgebaut werden. Und dann hättest du keinen einzigen Winkel mehr, in dem du dich verstecken könntest. Und die alten Thronen und Ritterrüstungen, die geheimen Tapetentüren und verborgenen Zimmer. Das müsste alles verschwinden. Auch die Kerzenbeleuchtung übrigens. Ein Haus, in dem es keinen elektrischen Strom gibt, kann schließlich niemals ein Hotel werden. Ja, dann will ich aber auch kein Hotel. Wie kommt denn Herr Rasselfels überhaupt auf so eine Idee? Zwei Männer haben ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt. Zwei Männer, die heute früh gekommen sind. Sie haben Onkel Bertram irgendein merkwürdiges Geschäft vorgeschlagen. Hä? Was ist das? Ein Geschäft? So etwas wie ein Tausch oder ein Handel. Genau habe ich das selber nicht verstanden. Wo wohnen denn die beiden Männer? Drüben, in einem Zimmer am anderen Ende des Ganges. Dann werde ich mir die beiden einmal ansehen. Und vielleicht kann ich bei dieser Gelegenheit auch ein bisschen mehr erfahren. Nimmst du mich mit? Von mir aus, wenn du vorsichtig bist. Fridolin, das kleine Gespenst, schlüpfte aus seiner Ritterrüstung, denn die machte beim Gehen natürlich viel zu viel Lärm. Wie ein Stück weißes Tuch sah er jetzt aus, im blassen Licht des Mondes, der durchs Fenster schien. Fridolin hatte einen Körper, der dort, wo sich bei den Menschen die Beine befinden, immer dünner wurde und schließlich in einen Spitz zusammenlief. Aber er besaß auch einen freundlichen großen Kopf mit zwei lustigen Augen. Julia, die sich mit Fridolin schon vor ein paar Jahren angefreundet hatte, schlüpfte aus dem Bett und schlich auf bloßen Füßen gemeinsam mit dem kleinen Gespenst bis vor die Türe von Charlie und Bodo. So, Fridolin, hier ist es. Sei still. Ich glaube, sie besprechen gerade etwas. Ich wüsste doch allzu gern, worüber sie reden. Leider versteht man kein Wort. Wenn ich doch nur durch die Türen schlüpfen könnte, wie du. Naja, wenn du willst, könnte ich dir ja helfen. Du weißt, für Gespenster ist fast alles möglich. Schau, was ich da hab. Ein Stirnband? Wozu soll denn das gut sein? Es ist ein Stirnband mit bestimmten Zauberkräften. Wer es trägt, wird unsichtbar. Unsichtbar? Du meinst... Genau das meine ich. Mit diesem Stirnband könntest du dich mit mir ganz unauffällig ins Zimmer schmuggeln. Na, dann tun wir es doch. Julia nahm das Stirnband, streifte es über ihren Kopf und merkte nichts. Im Gang war es nämlich dermaßen finster, dass man auch ohne Zauberei nicht einmal die Hand vor seinen Augen sehen konnte. Fridolin nahm Julia an der Hand, öffnete leise die Türe und huschte vorsichtig in das Zimmer, in dem Charlie und Bodo gerade miteinander sprachen. Zum Glück saßen beide Männer so, dass sie das Auf- und Zugehen der Türe gar nicht bemerkt hatten. Jetzt erst sah Julia, dass sie mit ihrem Stirnband tatsächlich unsichtbar geworden war.
In einem Spiegel, der gegenüber an der Wand hing, konnte sie nämlich weder sich noch Fridolin erkennen. Das Stirnband funktioniert wirklich. Aber wieso bist du nicht zu sehen? Hast du auch so ein Zauberband? Ich brauche das nicht. Mich sieht man nur im Schein des Mondes. In jedem anderen Licht werde ich sofort unsichtbar. Aber jetzt still. Komm näher, damit wir hören, was Charlie und Bodo da miteinander zu plaudern haben. Du bist also sicher, dass unser Plan klappen wird, Charlie? Natürlich, Bodo. Du wirst sehen, morgen bekommen wir von Herrn Rasselfels die Unterschrift und dann haben wir das Spiel so gut wie gewonnen. Sobald der Vertrag unterschrieben ist, kommen schon die ersten Bagger. Und du willst tatsächlich das ganze Schloss abreißen lassen? Na klar, mit diesen alten Mauern ist doch nichts mehr anzufangen. Wir machen hier alles dem Erdboden gleich und dann bauen wir dieses Freizeitzentrum. Ja, aber in dem Vertrag steht doch, dass Herr Rasselfels weiter hier wohnen darf. Na, kann er ja. In unserem Freizeitzentrum werden wir ihm eine Besenkammer einrichten. Und wenn ihm das zu klein ist, dann kann er sich ja ein neues Schloss suchen, der edle Herr von Rasselfels, der letzte Ritter. So eine Gemeinheit. Hast du gerade etwas von Gemeinheit gesagt? Ich? Nein, Charlie. Ich habe kein Wort gesagt. Aber gehört habe ich auch etwas. Na, uns kann's egal sein. Im Nu sind wir über alle Berge und dann... Und dann... Willst du auch eine Wurstsemmel? Ich habe aus der Stadt ein paar mitgenommen. Du bist selbst schon eine Wurstsemmel. Kannst du nicht wenigstens 5 Minuten lang aufhören, irgendetwas zu essen? Ich wollte sagen, im Nu sind wir über alle Berge und dann geht's hier los mit den Bauarbeiten. Warum muss das eigentlich alles so schnell gehen? Na eben, damit uns keiner mehr dazwischenfunken kann. Je schneller wir alles durchziehen, desto besser. Julia und Fridolin hatten genug gehört. Zornig liefen sie davon und warfen die Türe hinter sich zu. Charlie und Bodo sprangen zwar erschrocken von ihren Sesseln auf, doch das war Julia und dem kleinen Gespenst jetzt völlig egal. Unbehelligt erreichten sie ihr Zimmer auf der anderen Seite des Schlosses. So, was sagst du jetzt? Die beiden sind ganz ausgekochte Gauner. Die haben niemals vorgehabt, das Schloss zu renovieren. Und Onkel Bertram wollen sie sogar auf die Straße setzen. Du musst ihn warnen. Er darf auf keinen Fall diesen Vertrag unterschreiben. Ich werde am besten gleich zu ihm laufen und ihm alles erzählen. Da, tu das, bevor es zu spät ist. Ich habe nämlich auch keine Lust, aus diesem Schloss hier auszuziehen. Kann ich mir vorstellen, wenn man, so wie du, schon 368 Jahre hier herinnen wohnt? Also dann, bis gleich, Fridolin. Halt, Julia. Bevor du zu deinem Onkel gehst, würde ich dir empfehlen, das Stirnband herunterzunehmen. Was? Ach so, ich bin ja immer noch unsichtbar. Das Mädchen gab dem kleinen Gespenst das Zauberband zurück und machte sich, diesmal mit einer Kerze in der Hand, auf den Weg zu Herrn Rasselfels. Dieser war schon schlafen gegangen und Julia musste mehrmals klopfen, bis er endlich öffnete. Wieso liegst du nicht im Bett? Weil ich dich noch was ganz Wichtiges fragen muss. Hast du den Vertrag von Charlie und Bodo schon unterschrieben? Jetzt in der Nacht musst du mich das fragen? Nein, ich habe ihn noch nicht unterschrieben. Dann lass es bitte auch bleiben. Charlie und Bodo sind ganz gefährliche Betrüger. Woher willst du denn das wissen? Ich weiß es eben. Liebe Julia, bevor man jemanden als Gauner bezeichnet, sollte man sich das sehr gut überlegen. Mir scheint das Geschäft, das mir die beiden Männer vorgeschlagen haben, jedenfalls in Ordnung zu sein. Das ist es eben nicht. Du kannst mir glauben. Ich weiß es. Aber wieso weißt du das? Hast du Charlie und Bodo am Ende gar nachspioniert? Ja, aber nur, weil ich dir helfen wollte. Was hast du denn gemacht? An der Tür gehorcht? Ja, sozusagen. Jetzt schwindelst du mich aber an. Durch die dicken Türen in unserem Haus kann man nämlich gar nichts hören. Soll ich dir sagen, was ich glaube? Du hast das Ganze nur geträumt. Ich habe nicht geträumt. Julia saß ganz schön in der Klemme. Natürlich konnte sie ihrem Onkel Bertram nicht die volle Wahrheit sagen. Dass sie mit einem kleinen Gespenst befreundet und mit Hilfe eines Zaubermittels in das Zimmer von Charlie und Bodo eingedrungen war, das hätte dieser seiner kleinen Nichte ja erst recht nicht geglaubt. Julia musste also unverrichteter Dinge wieder abziehen. In ihrem Zimmer wartete schon ein ungeduldiger Fridolin. Na, was hat er
gesagt? Er hat gesagt, dass ich das Ganze nur geträumt hätte. Oh je. Hätte ich ihm vielleicht von dem Stirnband erzählen sollen? Bei allen Geistern, auf keinen Fall. Du weißt, dann wird es auf der Stelle seine Zauberkraft verlieren. Aber was machen wir jetzt? Irgendetwas müssen wir doch unternehmen. Du hast recht. Irgendwie müssen wir Charlie und Bodo dazu bringen, dass sie von selbst ihren Plan aufgeben, dieses Haus kaputt zu machen. Wie könnten wir das anstellen? Tja, eine Möglichkeit wüsste ich vielleicht. So? Welche denn? Erzähl schon, was du meinst. Hör zu. Ich könnte versuchen, den beiden Männern ein paar Gespensterstreiche zu spielen. Bis sie am Ende gar keinen anderen Wunsch mehr haben, als am schnellsten Wege von hier zu verschwinden. Fridolin, das ist eine fantastische Idee. So machen wir's. Worauf warten wir noch? Halt, 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 halt! So schnell geht das wieder nicht. Ich werde mir ein paar besonders wirkungsvolle Streiche ausdenken. Und morgen jagen wir ihnen dann einen Schrecken ein, an den sie sich ihr Lebtag erinnern werden. Na gut, dann bis bald und lass dir was Ordentliches einfallen. Fridolin verschwand mit einem Husch durchs Fenster und Julia fiel kurz darauf in einen tiefen Schlaf, aus dem sie erst am nächsten Morgen erwachte. Als sie zum Frühstück kam, saßen da bereits Charlie und Bodo und redeten hartnäckig auf Onkel Bertram ein. Na, Herr Rasselfels, haben Sie sich unseren Vorschlag schon durch den Kopf gehen lassen? Hab ich. Wollen Sie lieber Marmelade oder Wurst und Käse aufs Brot? Für mich bitte beides. Ist nicht so viel, Bodo. Sonst wirst du eines Tages noch in der Türe stecken bleiben. Das lass nur meine Sorge sein. Tja, also um noch einmal auf den Vertrag zurückzukommen. Ich habe ihn noch nicht unterschrieben, wenn Sie das meinen. Da müssen Sie sich schon noch ein oder zwei Tage gedulden. So eine wichtige Entscheidung darf man schließlich nicht überstürzen. Aber je früher Sie sich entscheiden, desto besser. Was, Charlie? Jetzt lassen Sie meinen Onkel doch endlich in Ruhe. Julia, sei nicht so unfreundlich zu unseren Gästen. Mir scheint, das kleine Fräulein hat was gegen uns. Dabei wollen wir Herrn Rasselfels doch nur helfen. Aber natürlich wollen wir das. Wir denken noch immer zuerst an die anderen und dann erst an uns selbst. Und könnte ich jetzt vielleicht noch einen Kaffee haben? Julia war froh, als sie nach dem Frühstück endlich wieder mit ihrem Onkel alleine war. Der hatte an diesem Tag aber eine Menge zu tun, sodass sich dem Mädchen kaum mehr Gelegenheit bot, viel mit Herrn Rasselfels zu plaudern. Gegen Abend erwartete Julia immer ungeduldiger den Moment, an dem sich Fridolin wieder melden würde. Und schließlich, der Mond stand schon über den Kastanienbäumen, war er tatsächlich zur Stelle. Da bist du ja, Fridolin. Wo steckst du denn so lange? Was heißt, wo steckst du so lange? Ich bin gerade erst aufgestanden. Weißt du nicht, dass Gespenster tagsüber schlafen müssen? Ja, das weiß ich schon. Na, ist dir was eingefallen, wie wir Charlie und Bodo dazu bringen könnten, schleunigst von hier abzureisen? Ich glaube schon. Willst du mich wieder begleiten? Natürlich. Was soll die Frage? Dann nimm wieder das Zauberstirnband. Da, setz es gleich auf. Julia tat es und schlich gemeinsam mit ihrem Gespensterfreund hinüber zu Charlie und Bodos Zimmer. Schon ein Blick überzeugte sie, dass die beiden Männer schliefen. Sie traten ein und näherten sich vorsichtig dem in der Mitte des Raumes stehenden Himmelbett. Na, die schnarchen vielleicht. Da hätten wir gar nicht so leise zu sein brauchen. Sicher ist sicher. Hey, Fridolin, was machst du? Das siehst du doch. Ich zwicke den einen da in die Zehe. Dann wacht er doch auf. Das soll er doch. Donnerwetter, wer hat mich denn da in die Zehen gezwickt? Charlie, tu nicht so, als ob du schlafen würdest. Was ist los? Du sollst meine Zehen in Ruhe lassen. Lass mich selber in Ruhe. Wahrscheinlich hast du irgendwas Schlechtes geträumt. Ist ja kein Wunder bei dem, was du heute den ganzen Tag wieder gegessen hast. Gute Nacht. Jawohl, gute Nacht. So, Julia. Und jetzt zwickst du den anderen in die Zehen. Ich weiß nicht, Fridolin. Los, mach schon. Bodo, so eine Unverschämtheit. Wirst du jetzt endlich aufhören mit dem Unsinn? Womit soll ich aufhören? Ich bin doch ganz ruhig dagelegen. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Wenn du mich noch einmal aufwächst, dann kannst du was erleben. Sehr gut, Fridolin. Das war eine ausgezeichnete Idee. Aber was tust du denn jetzt mit dem Wasserkrug? Ganz einfach. Ich setze dich
beiden Kerle einfach ein bisschen unter Wasser. So, jetzt ist es aber genug. Was fällt dir denn ein, mich damit Wasser vollzuschütten? Ich bin doch selbst ganz nass geworden. Ich habe das Gefühl, da hält uns irgendjemand zum Narren. Wo sind die Kerzen? Da, warte mal. Merkwürdig. Es ist nichts Verdächtiges zu sehen. Nichts Verdächtiges, sagst du? Da, schau doch, der Wasserkrug schwebt durch die Luft. Ich werde verrückt. Hier geistert's in diesem Haus. Der Kasten! Da, die Kastentür ist aufgesprungen. Und irgendjemand schmeißt unsere ganzen Sachen raus. Und jetzt beginnt das Bett zu wackeln. Und die Fenster sind plötzlich offen. Hast du sie nicht zugemacht? Natürlich habe ich. Hilfe, Charlie. Jetzt beginnt sich auch der Teppich zu bewegen. Er fliegt. Wir verschwinden am besten. Jetzt war der Teufel los in Charlie und Bodos Zimmer. Alles wackelte und flog durcheinander. Und keiner merkte natürlich, dass Julia und Fridolin dahinter steckten. Schließlich schwang sich Charlie über das Fensterbrett und sprang hinaus in die stürmische Nacht, dicht gefolgt von Bodo, der natürlich auch nicht alleine zurückbleiben wollte. Julia und Fridolin lachten, wie sie schon lange nicht mehr gelacht hatten. Also, Fridolin, ich glaube, dieser Streich ist uns wirklich gelungen. Ja, das kann man wohl sagen. Die beiden sind abgezischt wie zwei Raketen. Zwei Raketen im Nachthemd. Ich bin neugierig, ob sich die beiden noch einmal hier blicken lassen. Und wenn, dann haben sie wenigstens eine Menge Arbeit, um dieses Durcheinander hier wieder aufzuräumen. Julia und Fridolin verabschiedeten sich voneinander und beschlossen, nun erst einmal abzuwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln würden. Wenn Julia aber nun gehofft hatte, Charlie und Bodo nie wiederzusehen, so wurde sie in dieser Hoffnung leider bitter enttäuscht. Am nächsten Morgen erschienen beide Männer nämlich wieder zum Frühstück, wie wenn gar nichts geschehen wäre. Nur ihre Hände und Gesichter waren zerkratzt, als ob sie bei ihrem Sprung aus dem Fenster in ein Rosenbeet gefallen wären. Merkwürdig sehen die aus, meinte Herr Rasselfels eine Weile später, als er gemeinsam mit Julia das Geschirr abwusch. Ich möchte doch wirklich wissen, was die zwei Kerle getrieben haben, dass sie so aussehen. Was ist? Weißt du vielleicht etwas Näheres drüber? Ich? Wieso? Wie kommst du darauf, dass ich etwas wissen könnte? Julia, ich kenne dich. Wenn du so ein Gesicht machst wie jetzt, dann weißt du etwas und willst es nicht sagen. Es ist gut, dass du den Vertrag noch nicht unterschrieben hast. Ich habe Charlie und Bodo gesagt, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche. Ich frage mich nur, warum es die beiden so eilig haben. Weil sie dich reinlegen wollen. Ich hab's dir ja schon einmal gesagt. Julia, von solchen Sachen verstehst du noch nichts. Gut, dann werde ich dir es beweisen. Julia hatte natürlich keine Ahnung, wie sie ihren Onkel davon überzeugen sollte, dass Charlie und Bodo keine seriösen Geschäftsleute waren. Sie wusste nur, dass keine Zeit zu verlieren war. Nachdenklich schlenderte sie im Garten des Schlosses umher und bedauerte insgeheim, dass Freund Fridolin, das kleine Gespenst, ihr jetzt bei Tag nicht helfen konnte. Und da geschah es. Hinter einem Fliederstrauch sprangen zwei Männer hervor, zogen Julia eine große Wollhaube über den Kopf und schleppten sie in eines der beiden halb verfallenen Gartenhäuser neben dem Schloss. Dort erst ließen sie sie los. Und das Mädchen erkannte, wer die beiden Kerle waren, die sie entführt hatten. Charlie und Bodo. Was fällt Ihnen ein? Sind Sie verrückt geworden? Nein, kleines Fräulein, das sind wir ganz bestimmt nicht, aber wir haben eben was Wichtiges mit dir zu besprechen. Und da wollten wir einmal ganz in Ruhe mit dir alleine sein. Aber was wollen Sie denn von mir? Das kann man ganz leicht erklären. Lass mich das lieber machen, Bodo. Du redest mir zu viel Unsinn. Setz dich lieber daher und behalte unseren Gast im Auge. Du weißt genau, dass ich mich nicht hinsetzen kann. Schließlich bin ich erst gestern Nacht genau mit dem Allerwertesten in diesem Rosenbeet hier gelandet. Das sieht dir auch ähnlich. Und du? Hast du vielleicht keine Kratzer abbekommen? Doch. Leider. Diese Kratzer sind übrigens genau der Grund, warum wir mit dir, liebe Julia, ein ernstes Wörtchen reden müssen. Wieso mit mir? Ja, du nicht so scheinheilig. Das weißt du ganz genau. Wir glauben nämlich nicht an Gespenster. Ich verstehe sie immer noch nicht. So, du verstehst uns nicht. Wer hat denn gestern unser Zimmer verwüstet und den Wasserkrug über die Betten geschüttet? Ja, und wer hat uns in die Zehen gezwickt? Das weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung. So, so, du hast keine Ahnung? Gib's doch zu, dass du das warst. Ich? Aber... Kein Aber. Die Sache ist ganz klar. Du willst nicht, dass dein Onkel mit uns Geschäfte macht. Und um das zu verhindern, lässt du dir allerhand Dummheiten einfallen. Sogar sonnenklar ist das. Klar wie eine klare Rindsuppe. Na schön, ich geb's zu. Einige von den Streichen gestern habt ihr mir zu verdanken. Aber es werden auch ganz bestimmt nicht die letzten Unannehmlichkeiten gewesen sein, die ihr hier in diesem Hause habt. Das werden wir ja sehen. Du bleibst nämlich erst einmal hier eingesperrt. So lange, bis dein Onkel den Vertrag unterschrieben hat und das Schloss uns gehört. Okay, Charlie. Ich übernehme wie besprochen die erste Wache, damit das kleine Fräulein uns nicht entwischt. Lass mich raus! Kommt nicht in Frage. Bodo, denk daran. Sie darf unter keinen Umständen weglaufen. Wenn sie alles ihrem Onkel erzählt, können wir unser Vorhaben endgültig vergessen. Mit diesen Worten verließ Charlie das Gartenhaus und Julia blieb mit Bodo alleine zurück. Das Mädchen wusste nun endgültig von den bösen Absichten der beiden Männer, aber das nützte ihr im Augenblick nichts. Sie hatte ja keinerlei Gelegenheit, ihren Onkel zu warnen. 2 Stunden später machte sich Herr Rasselfels das erste Mal Gedanken, wo Julia denn nun eigentlich geblieben war. Er streifte durch das ganze Haus und war, als er schließlich alleine Abendessen musste, ernsthaft besorgt. Plötzlich kam Charlie zur Türe herein. Einen schönen guten Abend, Herr Rasselfels. Guten Abend. Sagen Sie, haben Sie vielleicht zufällig meine Nichte gesehen? Julia, aber natürlich. Sie ist vor einer halben Stunde auf ihr Zimmer gegangen. Sie hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass sie heute keinen Hunger mehr hat und schon früher schlafen geht als sonst. Das sieht ihr aber gar nicht ähnlich. Ich werde kurz einmal zu ihr gehen und nachschauen, was los ist. Nein, nein, nein. Sie hat extra gesagt, sie möchte gleich schlafen und Sie sollen sich keine Sorgen machen. Merkwürdig. Tja, Kinder haben eben oft so ihre Launen. Und wo ist Ihr Freund Bodo? Der macht noch einen kleinen Abendspaziergang. Ich bin übrigens gekommen, um Ihnen zu sagen, dass wir leider morgen abreisen müssen. Wenn Sie also an unserem Hotelgeschäft noch interessiert sind, sollten Sie sich jetzt entscheiden. So. Naja, dann reden wir eben nach dem Essen nochmal darüber. Ich hole mir inzwischen auch den Vertrag. Herr Rasselfels strich sich gedankenvoll noch ein Butterbrot, während draußen im Gartenhaus auch Julia allmählich Hunger bekam. Bodo saß neben ihr und verspeiste genüsslich sein mitgebrachtes Nachtmahl. Schließlich wurde er müde, setzte sich vor die Türe und schlief ein. Julia atmete erleichtert auf, aber sie hätte über Bodo drüber klettern müssen, um in die Freiheit zu gelangen, und dabei wäre dieser sicher aufgewacht. Außerdem hatte Bodo die Türe abgesperrt und den Schlüssel in die Tasche gesteckt. Zu dumm. Jetzt schläft dieser Kerl und ich komme trotzdem nicht raus. Irgendwas muss mir einfallen. Und zwar schnell. Wenn dir nichts einfällt, vielleicht kann ich dir helfen. Fridolin, du bist da? Wie hast du mich denn hier gefunden? Ach, weißt du, Gespenster haben so etwas wie einen sechsten Sinn. Als es draußen dunkel wurde, bin ich aufgewacht und habe gleich das Gefühl gehabt, als ob da irgendetwas nicht in Ordnung wäre. Ich habe überall nach dir gesucht und dich hier im Gartenhaus gefunden. Gott sei Dank. Und hast du eine Idee, was wir tun könnten? Tja, man müsste diesem Bodo den Schlüssel aus der Tasche ziehen. Dabei wird er sicher munter. Und was wäre, wenn ich Herrn Rasselfels zu Hilfe holte? Dann könnte er dich hier befreien und außerdem müsste er endlich erkennen, dass Charlie und Bodo 2 Lumpen sind. Ja, das ist gut. Bitte hol ihn. Schnell. Es gibt da allerdings ein Problem. Was denn für ein Problem? Ja, ich weiß nicht, wie ich deinem Onkel die Nachricht bringen soll. Du weißt ja, sprechen kann ich nur mit Kindern. Eben, weil ich selbst noch eines bin. Wenn du es nicht sagen kannst, dann schreib es ihm eben auf. Liebe Julia, ich besitze zwar allerlei Zauberkräfte, aber schreiben... Also schreiben können Gespenster leider nicht. Oh je, dann weiß ich selber keinen Ausweg mehr. Aber ich... Schau, hier ist ein kleines Brett und ein verbogener Nagel. Na und? Was soll ich damit? Verstehst du nicht? Mit dem Nagel kannst du auf das Brett eine kurze Botschaft ritzen. Du kannst ja schreiben. Und ich bring das Brettchen dann zu deinem Onkel. Genau so geschah es auch. Julia ritzte ein paar Worte in das kleine Holzstück und gab es Fridolin, der
der damit durch ein Loch im Dach verschwand. So schnell es konnte, schwebte das kleine Gespenst zum Schloss und sah Herrn Rasselfels, wie dieser gerade mit Charlie zusammensaß. Also schön, ich glaube, Sie haben mich überzeugt. Wahrscheinlich ist es wirklich eine einmalige Gelegenheit, wenn ich hier unterschreibe. Natürlich, Herr Rasselfels, haben Sie nur Vertrauen zu mir. Ja, wo sind meine Brillen? Ach ja, hier. Was ist denn das? Haben Sie dieses Holzbrettchen hierher gelegt? Ich? Nein, das ist vorhin noch gar nicht da gelegen. Merkwürdig. Da steht ja was drauf. Schwer zu lesen, aber... Doch, jetzt hab ich's. Bin in Gefahr. Komme sofort zum Gartenhaus beim Fliederbusch. Julia. Können Sie sich das erklären? Absolut nicht. Genauso wenig wie Sie. Wahrscheinlich ein Scherz. Sicher sogar. Ihre Nichte Julia ist ja immer zu irgendwelchen Späßen aufgelegt. Mit solchen Dingen macht man aber keine Scherze. Das weiß Julia ganz genau. Trotzdem, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt von solchen Kindereien aufhalten lassen sollten. Unterschreiben Sie doch zuerst. Tut mir leid, vorher muss ich wissen, was da dahinter steckt. Bin in Gefahr. Julia würde so etwas nie schreiben, wenn es nicht ernst wäre. Wer weiß, vielleicht ist das gar nicht Julias Handschrift. Aber natürlich ist sie das, die erkenne ich sofort. Entschuldigen Sie, ich bin gleich wieder da. Oder wollen Sie mich begleiten? Er sah es tatsächlich so aus, als ob Charlie Herrn Rasselfels begleiten wollte. Gemeinsam mit ihm stürmte er die Treppe hinunter. Als die beiden aber im Garten angekommen waren, lief Charlie zu seinem Auto, sprang hinein und verschwand damit. Herr Rasselfels hatte keine Zeit, sich über dieses wunderliche Verhalten den Kopf zu zerbrechen. Er rannte schleunigst zum Gartenhaus, fand aber dessen Türe fest versperrt. Zweimal rief er vergeblich Julias Namen, dann nahm er einen Anlauf und öffnete die Türe mit Gewalt. Onkel Bertram, ich bin so froh, dass du da bist. Ja, was ist das? Was macht denn dieser Bodo hier? Er hat mich gefangen gehalten. Und wie du jetzt die Türe aufgebrochen hast, hast du ihn über den Haufen gerannt. Hey, hallo, was ist los? Wo ist Charlie? Der Kerl ist mit dem Auto davongefahren. Aber jetzt erzählen Sie mir lieber, warum Sie Julia hier eingesperrt haben. Weil ich dich nicht warnen sollte vor diesen beiden Betrügern. Stimmt das also doch? Sie wollten mich ums Ohr hauen. Jetzt ist sowieso schon alles egal. Ja, wir wollten Ihnen das Haus wegnehmen. Schon nächste Woche wäre das Schloss abgerissen worden, wenn Sie unterschrieben hätten. Du lieber Himmel. Da habe ich ja unwahrscheinliches Glück gehabt. Du musst die Polizei verständigen, damit sie auch den Charlie verhaftet. Ja, das werde ich tun. Und Sie, Bodo, Sie werden mich gleich begleiten auf dem Weg zur Polizei. Kurz darauf saßen alle drei in dem kleinen Auto von Herrn Rasselfels und brausten über die Landstraße zur nächstgelegenen Polizeistation. Bodo bekam dort schon nach einer halben Stunde Gesellschaft von Charlie, den man auf der Flucht erwischt hatte. Beide Männer waren von der Polizei schon lange gesucht worden, weil sie bereits mehrmals probiert hatten, sich mit üblen Geschäften durchs Leben zu schlagen. Auf dem Heimweg, im Auto, hatte Herr Rasselfels dann noch einige Fragen an seine Nichte. Julia, da sind trotzdem noch ein paar Dinge, die ich an der ganzen Geschichte nicht begreife. Woher hast du gewusst, dass Charlie und Bodo zwei Betrüger sind? Und vor allem, wie ist denn dieses Holzbrettchen mit deinem Hilferuf auf meinen Schreibtisch gekommen? Du warst doch eingesperrt. Das habe ich alles einem lieben Freund zu verdanken, der Fridolin heißt. Mehr möchte ich dir wirklich nicht verraten. Na schön. Dann richte diesem Fridolin viele Grüße von mir aus. Ihr beide habt entschieden, dass Schloss Rasselfels auch in Zukunft bleibt, was es ist. Eine alte Ritterburg. Spät in der Nacht kehrten Julia und Herr Rasselfels wieder auf ihr Schloss zurück. Stolz und erhaben standen die Mauern und Türme im Lichte des Mondes da, als ob sie genau gewusst hätten, welcher Gefahr sie eben erst entronnen waren. Julia ging gleich auf ihr Zimmer, löschte die Kerzen und brauchte gar nicht erst zu warten. Fridolin war schon da, ungeduldig und voller Neugier. Na, was ist? Erzähl schon. Hat man diesen Charlie auch geschnappt? Alles in Ordnung, Fridolin. Charlie und Bodo können in der nächsten Zeit keinen Schaden mehr anrichten. Die sitzen beide hinter Schloss und Riegel.
Übrigens soll ich dir von meinem Onkel einen schönen Gruß ausrichten. Hast du ihm am Ende gar von mir erzählt? Du weißt doch, dass ich dir das verboten habe. Keine Angst, ich habe ihm kein Wort davon gesagt, dass du ein Gespenst bist. Und mein Onkel hat auch gar nicht weiter gefragt. Der ist einfach froh, dass die Geschichte so gut ausgegangen ist. Ich auch, das kannst du mir glauben. Jetzt habe ich wieder allen Grund, mich auf die nächsten 100 Jahre in diesem Schloss zu freuen. Wirst du mich auch hier und da besuchen kommen? Natürlich, Fridolin. Das ist schön. Ich habe dir ja schon gesagt, auch ein Gespenst braucht jemanden, mit dem es plaudern kann. Wann kommst du denn das nächste Mal? Hey, Julia, träumst du schon? Oh, sie schläft. Naja, es war ein anstrengender Tag.